Vielleicht ist doch eine Halskette oder eine Rüstung, keine Ahnung. Ja, Hauptsache einsammeln. Ich hab Tanz gesehen, was Lilanes. Radioaktiver Bernstein. Ich glaube, das möchte ich mir nicht um den Hals hängen. Was kann der denn? Da ist eine Halskette. Erhöht Strahlungsschaden um 15% und verwandelt einfache Nahkampfwaffen in Elementarwaffen, die Strahlungsschaden verursachen. Ja, ohne Strahlungswaffe nehme ich doch lieber die 30% Rüstung. Denke auch. Da müssen Dinger jetzt schon mehr reinhauen als die ersten drei Bosse. Ich finde von der Bewegung her spielt sich das so ein bisschen wie Gears of War. Das kenne ich ja nicht. Aber das ist ein First-Person-Shooter, ne? Gears of War ist Third-Person. Was, Third-Person? Ist vielleicht nicht gespielt, weil es Xbox-exklusiv ist. Ach so. Okay, hier kannst du noch irgendwas reinstecken. Ja, beim nächsten Speicherpunkt könnten wir mal saven und dann die Aufnahme beenden, damit ich wegen meinem Video mal kurz schauen kann, wo das hingeht. Ich habe mir jetzt nämlich gerade ausgedacht, dass ich dieses Spiel einfach hier aufnehmen werde und mir das vorige, was ich selber nicht habe, einfach von dir kopiere, damit ich das ganze, die ganze Story quasi habe von vorne. Intro habe ich ja und Tutorial. Ja, hier könnte man in der Theorie was reinschieben. Aktuell haben wir noch nichts. Ach so. Oh. Da kannst du die Karte kannst du da reinstecken. In dieses Ding da. Die Chipkarte. Ja, dann müsste ja irgendwas passieren. So. Tja, ist ja quasi ein Schlüssel, den er. Ah, hier, genau das war's, was ich meinte. Wenn du den Köder streichelst, dann bekommst du ihn als Wappenmod. Dann kannst du den einfach beschwören. Das ist ziemlich noch im Schädel. Aber ich glaube, Mods kann man hier nicht austauschen. Ich glaube, du musst schon für eine Basis. Willkommen auf der Suche nach Nahrung. Ihr riecht nicht wie die meisten. Und sei! Nicht wie das Ödland. Nicht nach der Zitadelle. Woher stammt ihr? Das ist nur Parfüm, ich bin von hier. Nicht von hier. Manche denken, Blinde seien dumm. Sie irren sich. Eure Herkunft tut nichts zur Sache. Ihr seid hier willkommen. Meine Preise sind für alle gleich. Seid ihr vielleicht auch an Informationen interessiert? Ob Buri, Akari oder der große König. Alle vertrauen Watt ihre Geheimnisse an. Also, natürlich tun sie das. Was kann ich behilflich sein? Ein Safe Point wäre ganz gut. Auch schön, kann ich euch eine persönliche Frage stellen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Achso. Ja, jetzt kommt wenigstens was Interessantes. Ah, gewiss. Die Buri verbessern oft ihre eigenen Körper, um sich zu stärken. Das habt ihr sicher schon gesehen. Die auserwählten Idri erhalten beispielsweise mächtige Kristalle, die einzigartige Geschenke und Visionen gewähren. Sehr clever. Ihr habt in der Tat ein gutes Auge. Oder mehrere. Ja. Nein, was für ein Witz. Maske ist nur zur Dekoration. Die Qualität meiner Waren ist meine Stärke. Die kannst du auch sicher ganz gut prüfen ohne Augenlicht. Ja. Sehr gut. Mach damit ein Gehör. Tauschgeschäft. Ich habe viele Waren zu bieten. Oder seid ihr vielleicht an meinen Geheimnissen interessiert? Eher an der Ware. Ich habe bestimmt etwas, das euer Interesse weckt. Ah, zeig mal her. Ja, genau gar nichts.
Blutwürze, Elixier des schweren Wassers und eine Munitionskiste. Uah. Wobei ich mich... Ich würde mir vielleicht doch zwei Munitionskisten kaufen. Aber sonst... An Geld mangelt uns jetzt nicht gerade, ne? Wenn wir in der Basis waren, wegen Upgrades. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir schon neue Waffen haben müssten. Ja, sonst lass uns doch, wie gesagt, erstmal zu der Basis hin, damit wir speichern können, damit ich mein Video überprüfen kann. Was sagt denn? Ach, da. Aber Glück, der ist gerade so aufgedeckt. Der. Ach so. So. Station 13, bitte. Frieden. Ich will gleich erstmal die Blumen rausschmeißen und den Hund mitnehmen. Ja, ne? Oder einer behält die Blume, der andere nimmt den Hund. Wobei, nee, anders. Ich schmeiße die Brandmunition raus. Leider unfassbar enttäuschend. Irgendwie ist alles in dem Spiel immun gegen Brandeffekte. Ja, ne, vor allem letzten Mal, wo die Viecher sowieso schon gebrannt haben. Ich hasse diese Basis. Ich auch. Wo ist denn so? Ja, die ist hier. Warte. Sicher? Wenn die hier rechts um die Ecke. Ja, hier hoch. Suchen wir die gleiche Person? Ah, ja, tun wir. Okay. Ich habe keine Lust zu reden. Ja. So wie die drauf ist, müsste man das eigentlich machen. Du und Ace seid entweder verrückt, oder da draußen ist es schlimmer, als ich dachte. Bin am Arbeiten und werde gerade gestört. Sind wir hier fertig? Das ist ein nerviges Drecksblag. Achso, man muss ja gar nicht. Du hast den Drachen getötet? Dann töte jetzt den Rest von ihm. So, mitnehmen. Lass uns tauschen, der hat dich Station 13... Nichts, entschuldige. Kann ich auch noch schauen, ob die irgendwie neue Mods hat. Erstellung Feuerspeer. Weit Feuer das Ziel in Brand setzt und Effekt Brennen auslöst, was 10 Sekunden lang. Da habe ich überhaupt nichts von. Es ist nie was mit Feuer dabei. Einfach eine neue Nahkampfwaffe. Oder? Nur die Frage: Haben wir überhaupt die Materialien dafür? Also bei mir zeigt da, glaube ich, an, dass ich Aura des Heilers. Vielleicht auf die Pistole lieber Aura des Heilers. Ich habe da irgendwas drauf, bei dem blicke ich gar nicht durch, was es ist. Wahrscheinlich Brandmunition. Nee. So was, das aussieht wie ein Monster irgendwie. Ach, das, was man von Anfang an hat. Was war denn das? Ja, was war denn das? Wozu ist das? Mal des Jägers. Markiert alle Gegner innerhalb von 35 Metern um den Zauberwirkenden. Und dessen Verbündete. Die kritische Trefferchance gegen markierte Gegner ist um 11,5% erhöht. Ja, sind das ist ganz fertig? Nett, aber... Dann nehme ich lieber die Heilung, auch wenn sie eigentlich nur scheiße ist. Wissen wir ja noch nicht zu 100%. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Ah, das ist eine Schuss... Das ist eine Schusswaffe, okay. Und die Frage ist, das... Nimmt das den Pistolenplatz, oder? Gehe ich von aus, ne? Kaufen wir einfach mal. Ich muss arbeiten. Ich habe keine Lust. Kaufen wir einfach mal. Ja. Den Hund haben wir ja da. Ja gut, dann nehme ich den Hund mal. Das macht natürlich weniger Schaden. Was? Ach, das ist ja quasi wie eine MP. 26 Schuss im Magazin und als Fähigkeit ein Flammenwerfer.
Ja. Ich glaube, die nehme ich mit. Ja. Okay. Ace meinte, nehme ich den Köter und den Turm in der Stadt erschienen ist. Oh ja, Speyer, und hoffe, dass das so passt. Aufgetaucht, als wäre er schon immer dort gewesen? Also ich würde mich ihm nicht nähern. Man weiß nie, was das Unkraut vorhat. Naja. Sicher? Ja. Wir könnten im Übrigen auch nochmal nebenbei ein bisschen in der Station rumlaufen. Ich habe keine Lust. Hier gibt es nämlich auch ein oder zwei Waffen. Dann halt. Naja, Rätsel will ich es nicht nennen. Im Prinzip an zwei oder drei Punkte laufen, eine Sicherung holen oder sowas. Strom einschalten, so ein Kram halt. Gab's, glaube ich, sogar eine MP für. Ist da so verkehrt. Du hast also die fliegende Bestie in der Stadt gekriegt. Ja, hab ich. Du bist echt aus hartem Holz. Mal sehen, was ich habe. Passt da draußen gut auf dich auf. Oh, halt mal Rüstung. Ah, schön dich wiederzusehen. Nein, ist es nicht. Ah, mal sehen, was ich habe. Mann. Ja. Ist alles aufgerüstet, scheiße. Kapuze des Jägers, Scharfschütze. Okay, das war gut. Mach's gut. Ah, schön dich wiederzusehen. Was brauchst du? Bin es zum Kotzen, dass man den nicht durchgehend gleichzeitig anquatschen kann. Ich find's scheiße, dass man die Rotflinte nur gegen die Sniper austauschen kann. Das geht mir auf den Sack. Ich würde die Pistole gerne gegen die Schrotflinte austauschen. Jetzt geschmiedetes Eis. Bis dann. Bisher habe ich nur Upgrades für die Waffen gekauft. Hey, ich habe ihm gesagt, dass ich es alleine nicht geschafft hätte. Ich bedauere nur, dass wir Les nicht finden konnten. Es wird Zeit loszulassen. Sehr bedauerlich. Aber hey, wenn du gutes Material da draußen findest, bring's vorbei. Ja, möchte ich. Hör doch bitte auf zu quatschen. Danke. Ja, wow. Wenn du gutes Material willst. Hat insgesamt 10 Eisen. Das hat sich ja fast gelohnt. Ja. Die haben wir auch nach zwei Gegnern. Bis später. Jo. Schön, dich zu sehen. Du hast den großen... Oh, was für ein Abend. Wie viele Rätsel sich da die allerbesten waren. Ich möchte handeln. Was ist mit deiner Stimme passiert? Wie lange bist du schon in Station 13? Ich möchte handeln. Alter. Du kannst das Spiel noch schwieriger machen. Echt? Du kannst dir bei unserem Kollegen für gemischt waren einen Ring kaufen. Ring des Admirals. Erhaltener Schaden wird um 300% erhöht. Verursachter Gesamtschaden wird um 15% erhöht. Alter Schwede. Ja, kannst du das Ganze mit 300% Schaden spielen. Bist du einmal böse angeguckt, dann bist du tot. Aber mittlerweile so ein Teil für ein... Hier, der Penner. Bei dem Penner kannst du dir Klamotten kaufen, aber da haben wir natürlich nichts von, was man... Warum kann ich jetzt mit der Tusse nicht sprechen? Hä? Ich denke jetzt. Ich schneid's nicht. Staub. Am besten ist immer noch der komische Kostümhändler. Mach's gut. Der Dings hier, der seine Sachen einfach nur auf die Tafel kritzelt. Kannst du mit der Alten hier reden? Warte, ich komme jetzt. Vielleicht haben wir nach dem Drachen mal das Teil, um ein Upgrade zu holen, aber irgendwie... Sei gegrüßt. Du hast alle Welten gesehen. Du warst im Labyrinth.
Jetzt bin ich nicht sicher, wo ich jetzt hin soll. Und du wirst den Weg gehen. Ja, durchwandere die Welt. Der Gründer. Ja, mindestens. Zeigen Sie mir, was Sie aufwerten können. Ich habe viel verloren, aber das ist nötig. Drachensplitter erhöht die Anzahl der Ladungen des Drachenherzens um 1. Ach so. Ja, das kann ich leider nicht machen, weil mir der Simulankrum fehlt. Sei vorsichtig. Die Fresse. Sehr bedauerlich. Spüre, aber ich freue mich nur. Sie oh, Scheiße, achso, das bist du. Ich dachte eben. Entschuldigung. Ich wollte gerade auf Sie ballern. Es ist gut, überhaupt zu reisen, mein Kind. Auf Schuss. Was passiert euch, wenn ihr gekillt wirst? Weiß ich nicht. War ja schon jetzt gleich. Hast doch eine Knifte. Ich baller doch einmal leer das Magazin von der Schnellfeuerwaffe. Da muss man sagen, der Schaden ist fair. Ja, also ich kann dich nicht mal aus Versehen umschießen. Ja. Okay, man liegt also ganz um. Durchhalten! Ich weiß auch nicht, was mir. Ich weiß auch nicht, was mir hier jetzt Selbstmord bringen würde. Weil wir spielen ja nicht mal ein Level, das ist totaler Schwachsinn. Weiß das Spiel wahrscheinlich selber nicht. Wo waren das hier? Irgendwo gab es noch einen Weg nach unten. Da konnte man noch einen Teil einsacken und sich eine Waffe holen. Ist nur nicht mehr so genau, wie das funktioniert. Hier geht's auf jeden Fall runter. War das nicht irgendwie so ein hier? B1, B2, B3. Hier geht's nach oben. Da müsste man vielleicht hoch, damit man dann so weit ganz weit runter gehen kann oder so. Ja, bei mir geht's weit runter. Ich glaube, bist jetzt genau auf der gegenüberliegenden Seite. Hast du? Ich bin jetzt noch nicht runter. Aber hier kannst du mehrere Etagen runtergehen. Okay, warte, ich bin nur. Ich kann sie nicht wegdrücken. Ach, Gott sei Dank. So. Wo sehe ich, wo du bist? Müsste eine gelbe Markierung sein. Eine gelbe? Da ist ein Totenkopf. Müsstest du mir aber auch durch die Wand sehen. Ach ja, da. Ein Stück weit zumindest. Hallo, wie läuft's denn so? Geht's da in ein Level oder ist da auch nur was zum Aufpicken? Hier geht's nicht in ein Level. Aber hier kann man mitunter Sachen machen. Für neue Waffen. Die Frage, ob wir das schon können. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Level umsonst. Achso, das ist hinter einer verschlossenen Tür. Warte mal, nimmst du die Karte? Oh, tatsächlich. Ja, wenn ein Level ist, dann jetzt, müssen wir... Jetzt kannst du es... Ne, das ist kein Level. Das ist halt optionaler Kram. Einfach nur die Karte reingeschoben. Aber hier ist ein Level, auf jeden Fall. Ach, ja, da gehen wir jetzt aber nicht automatisch rein, weil du das aufnimmst, oder? Nein, also ich meine ein Level für einen Skillpunkt halt. So. Kein. Die Taste drücken. Irgendwo hier gab's was. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwann. Oh, 12 Logbücher, Berichte, Systemdiagnose. Messen der Ältesten. Drücke. Jetzt hab ich den Skillpunkt schon verbrochen. Messen der Ältesten, wo ist es denn? Oh, erhöht die Erfahrungspunkte. Um 1% pro Punkt, den du reinstopfst. Oh. Ja, wahrscheinlich auch nur gut, wenn du da. Ich hab jetzt schon wieder auf Fernkampf Abwehr gemacht.
Oh, hier ist noch ein Projektor. Kann man den aktivieren? Scheinbar nicht. Was hier? Sicherung. Aha. Siehst du? Ja, was bringt die mir? Irgendwo hier in der Station kann man die einfügen und kriegt dann eine Waffe, weil sich ein Pfad öffnet. Die Frage, wo das war. Werden wir vielleicht beim nächsten Mal erfahren. Wie gesagt, ich will erstmal kurz gleich gucken wegen dem Video. Wenn wir hier alles gespeichert haben, was wir jetzt gerade holen. Geht's auch noch mal weiter? Was ist das? Zugriff. Erfolgreich. Ja und? Jetzt? Logbuch-System. Achso, das sind Sachen zum Lesen oder was? Hier ist noch eine Tür, aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Muss hier ja irgendwo. Sowas wie ein Sicherungskasten sein. Oh, ein Rekorder. Ja, geht nicht. Ich kann leider keine Sicherung, keine verbrannt mal eins. Was ist das gerade du? Nochmal bitte. Da stand eben gerade verbrannt mal 1. Okay. Ich habe einen Verband aufgenommen, aber schon eine Weile her. Egal. Ich will wissen, wo das Scheißteil ist. Was war das denn? Naja, scheinbar nicht. Ah, hier geht's nochmal weiter runter. Und zwar. D3, okay. Research. Aha. Da kommt die Sicherung rein. Was jetzt auch. Okay. Das, hier können wir die Karte bestimmt reinstopfen. Ja. Ist das groß? Na, ist immer mehr als man denkt. Echt geil gemacht, das Gebäude, ne? Warum ist es ganz angenehm, dass du hier stressfrei noch was machen könntest? Ja, das ist wahr. Oh, was ist denn hier noch? Durchgucken. Link. Da noch ein PC. Hier liegt was. Nochmal ein Level. Okay. Kann ich jetzt eigentlich in die neue Fähigkeit reinstecken, ne? Die neue Eigenschaft. Lass mal aktuelles Level plus 1. Das ist nicht das, was wir machen können. Dann bleibt ja nur noch die andere. Oder das Ding hat noch 12 Etagen. Das kann auch sein. Jetzt erstmal nochmal ein Verband. Darf ich hier irgendwas drücken? Nein. Da.
Oh, ich bräuchte. Habe ich aber nicht. Doch, hätte ich. Ah, ist ja auch egal. Philosophierst du darüber, ob du das, wo du das jetzt findest? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier eine MP bekommen hat. Aber wo, verdammte Scheiße? Hören können, man muss hier durch irgendeinen Lüftungsschacht durch. Was ist das? Hi. Was? Das Licht ist ausgegangen. Strom gerade ausge... Aha. Ja. Okay. Okay. So ging das dann. Okay, Generalschlüssel für Station 13 bedeutet... Mein Gott. Ist auf jeden Fall komplexer, als man denkt teilweise. Ja, auf jeden Fall, Alter. Du musst ja fast einen Tag für frei nehmen, dass du hier das, durch das Gebäude rennen kannst. Ganz sicher alles bei. Heißt, muss oben sein. Oben war auch irgendein Schloss. Wo war das? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Übrigens, wenn du den Part haben willst. Meine Aufnahme läuft den ganzen Abend durch. Der wird dann einfach zurechtgeschnitten. Ja, das bringt ja eigentlich nur was, wenn du hier quasi die Momente cuttest, wo man nicht sinnlos hier rumläuft, sondern immer nur, wenn man was findet, ne? Ich glaube, ich nehme halt das von der letzten Aufnahme, die Stage an sich oder die Stages an sich. Das, was wir jetzt gemacht haben, eben gerade habe ich schon aufgenommen. Deswegen ach, hier ist die Tür. Ja! Ich bin die Tür in die Fresse geknallt, da hast du auch gerade gedacht. Ah, das ist die MP. Maschinenpistole. Jetzt bin ich durchs Loch gefallen. Hast du die Maschinenpistole bekommen? Ja. 7,7 Schaden? Alter Vater, ey, das sind 20 weniger. Schieß mal damit. Jetzt. Du hast mich nicht getroffen. Aber ich kann dir von hier in die Eier schießen. Eng. Wo bin ich denn jetzt? Die Feuerrate ist das Entscheidende. Ja, wie viel Schuss hast du damit?
Über 200. Im Magazin 40. Warten wir mal ab, wie das so ist. Wenn wir im Level sind. Ist der wieder raus? Ja, jetzt kommt die nächste Frage, ne? Reingekommen sind wir und überall 2 Milliarden Gänge gelaufen, aber wie kommt man wieder raus? Sieht richtig aus. Okay, haben wir das. Jawohl. Schön dich zu sehen. Ja, aber nicht schön dich zu sehen. Heißt einmal den Stein antatschen und dann müsste es ja. Das müsste speichern, gespeichert sein. Mal kurz hinausgehen quasi.